Und dieser Status ist dann letztendlich das, was von diesem Framework, also von dem Monitoring Core, dann weiterverarbeitet wird, was dann letztendlich auch irgendwann Alarmierung auslösen kann und so weiter. Was wir dann auch noch haben werden, zumindest in den allermeisten Fällen, ist irgendeine Art von, in den meisten Fällen, Web-Frontend, also sprich irgendeine Anzeige, die uns irgendwie darstellt, was so der allgemeine Zustand meines Gesamtsystems mal so ganz vage gesprochen sein soll. So ein Web-Frontend kann dann noch viele Add-on-Komponenten haben, die dann nochmal spezielle Teilaspekte rausarbeiten oder irgendwie die Darstellung von den Informationen nochmal anders aufarbeitet. Da werde ich auch ein paar Beispiele nennen, was da recht üblich ist. Aber dazu gehört eben auch dieses eigentliche Web-Frontend selber, was häufig dann auch von den Monitoring-Systemen selber mitgeliefert wird. Was man dann vielleicht ab und zu noch haben möchte, sind irgendwelche Konfigurationswerkzeuge. Nochmal die Hände hoch, wer verwendet Nagios oder Nisinga? Wer davon bearbeitet seine Konfiguration im Texteditor per Hand? Okay, relativ wenige. Wer verwendet sowas wie lconf oder nconf? Schmeißen wir das mal in eine Schicht. Was verwenden andere? Centrion. Wie heißt das? Centrion Web. Also auch ein webbasiertes Konfigurationsfrontend. Okay, gut. Da darf ich auch ganz kurz eingehen mit Hauptaugenmerk auf ein System. Das sehen wir dann auch gleich. Gut, was sehr häufig dann auch mit dazu kommt, ist irgendwie eine Art der Aufbereitung von sogenannten Performance-Daten. Ist eigentlich jetzt erstmal was, was mit dem eigentlichen Monitoring an sich nichts zu tun hat, aber doch sehr eng verwandt ist. Kurz, um da mal einfach auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, was die Begrifflichkeiten angeht. Monitoring schaut sich rein einen Zustand eines Systems an, also so im klassischen Sinn. Ich möchte nur ganz grob wissen, ist mein System in Ordnung, okay oder nicht. Im Fall von Nagios und Nisinga ist es ein Warning oder Critical oder auch ein Unknown. Aber das ist eigentlich die einzige Information, die ein Monitoring-System interessiert. Was mich aber dann häufig dann auch noch, Stichworte Kapazitätsanalyse, Kapazitätsplanung, Problem, Ursachenforschung oder sowas interessiert, sind eben sogenannte Performance-Daten, sprich, wenn mir mein Webserver-Check irgendwas liefert, das System ist nicht in Ordnung, dann je nachdem, wie fein oder lah ich meine Checks aufgearbeitet habe, mag mir das schon Indiz geben, was denn tatsächlich vielleicht kaputt sein könnte. Aber dieser Status könnte zum Beispiel auch einfach daher kommen, dass irgendwie die Antwortzeiten von meinem Webserver einfach exorbitant hoch geworden sind. Und dieser Wert, wie hoch dieser Lag oder diese Verarbeitungszeit tatsächlich ist, das sind die sogenannten Performance-Daten. Also der echte Wert, der irgendwo hinten dran vielleicht auch ausgelesen wird, um im Endeffekt diesen okay oder nicht okay Status zu bestimmen, was aber das eigentliche Monitoring-System dann eigentlich nicht mehr weiter interessiert. Wie gesagt, der Mensch braucht es üblicherweise, um mit den eigentlichen Monitoring-Informationen sinnvoll noch was anfangen zu können, beziehungsweise sinnvoll darauf reagieren zu können. Und dementsprechend gibt es da auch einige Systeme. Wir schauen uns da insbesondere noch eins an. Reporting wird auch immer noch wichtiger, also Stichwort SLAs. Wir möchten irgendwie, oder wir haben unseren Kunden irgendwelche SLAs versprochen, um dem hinten nach dann auch zeigen zu können, dass wir das gleich halbwegs eingehalten haben. Sind irgendwelche bunten Bilder, irgendwelche Graphen, die das irgendwie belegen, meistens sehr hilfreich, insbesondere, und no offense, wenn es irgendwie Richtung Management oder sowas geht, gerade dann sind natürlich viele bunte Bilder immer sehr hilfreich. Und Tools, um die Daten noch zu korrigieren. Ja, korrigieren oder gleich die richtigen Daten auslesen. Korrigieren. Okay, wenn wir uns jetzt mal ganz grob oben, sage ich mal, bei dem wichtigsten Thema anfangen. Irgendwelche Plugins, die uns im Endeffekt irgendwelche Monitoring-Informationen liefern. Im Nagios-Umfeld wird sicherlich jeder die sogenannten oder das die sogenannten Nagios-Plugins kennen, kommen von einem Projekt, was eben genau so heißt, was auch eng mit der eigentlichen Nagios-Entwicklung zusammenspielt, was ursprünglich auch mal quasi von den gleichen Leuten gemacht wurde, mittlerweile ist es aber nicht mehr so. Die liefern uns im Endeffekt Möglichkeiten für eine absolut, ja, rudimentär würde ich jetzt nicht sagen, aber eine Basisüberwachung von üblicherweise Unix- und Linux-Systemen, vielleicht auch Basisüberwachung von einigen recht üblichen Diensten. Was wir da zum Beispiel in diesem Projekt finden, ist Überwachung von Jabber oder Postgres-Servern, allerdings nur aus, sagen wir mal, 20 Kilometer Entfernung. Und ich denke mal, was somit das Wichtigste auch von diesem Projekt ist, es liefert uns im Endeffekt eine Definition und auch Dokumentation dazu von einer API und irgendwelchen anderen Bedingungen,
die eben allgemein Plugins im Nagios-Umfeld, und ich verwende jetzt Nagios hier stellvertretend für Nagios Isinga oder vielleicht auch Schinken, was die eben mitliefern sollten. Ich denke mal, die kennt ihr alle, da werde ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Die liefern uns Basisüberwachung, wird wahrscheinlich fast jeder verwenden. Es gibt natürlich auch Setups, wo die nicht benötigt werden, wo sie keinen Sinn machen. Wenn ich zum Beispiel eine reine Windows-Infrastruktur mit Nagios überwache, auch solche Setups habe ich schon gesehen, dann wird man diese Plugins wahrscheinlich gar nicht vorfinden. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal eine kleine Sammlung und letztendlich soll das auch mal hauptsächlich als Referenz dienen, weil letztendlich braucht man da nicht allzu viel drüber sagen. Weil wenn ich irgendwelche bestimmten von hier aufgelisteten Diensten oder Hardware-Instanzen habe, dann werde ich mich damit auskennen und ich sollte irgendwelche Leute haben, die sich damit auskennen, die dann auch wissen, welche Parameter von diesen Systemen für meinen speziellen Anwendungsfall relevant sind und entsprechend sinnvolle Checks dann auch definieren können. Das ist jetzt hier mal eine Sammlung von einigen Sachen, die, sage ich mal, hauptsächlich so im Enterprise-Umfeld auch relevant sind. Zum Beispiel das erste, was wir haben von der Firma Timix GmbH, die Monitoring-Plugins, die hauptsächlich darauf spezialisiert sind, Juniper-Netzwerkgeräte und NetApp-Speichersysteme zu überwachen. Das wird man vermutlich in einer 10-Mann-Firma relativ selten finden, dass da so eine Hardware eingesetzt wird, oder außer vielleicht ein Stück Zahlen von 1 oder 2. In größeren Firmen ist das aber relativ übliche Hardware, die man da vorfindet, die quasi die Infrastruktur ausmacht. Die Firma Console liefert viele Plugins, die wichtigsten davon, die man sehr häufig auch findet, betreffen so den Fall von irgendwelchen kommerziellen Datenbanksystemen, also Oracle, MS SQL und DB2. Und was von denen vermutlich auch recht weit bekannt ist, ist das Checklogfile-Plugin, was eine Auswertung anhand von Regexen und anderen Parametern von eben textuellen Logfiles ermöglicht. Wie gesagt, hauptsächlich mal als Referenz. Auch da könnte man sich sicherlich eine Sache rauspicken und wahrscheinlich auch darüber allein in 3/4 Stunde erzählen. Gut, andere große Firma, die erste, die nicht aus Deutschland kommt jetzt in dem Fall, sondern ich glaube aus Schweden, ist OP5. Unter anderem auch die Firma, die diesen Andreas Eriksson, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, momentan bezahlt, der einen Großteil der Nagios 4-Entwicklung macht. Auch die sind naturgemäß auch mit diesem Hintergrund eben recht weit im Nagios-Umfeld unterwegs, haben dementsprechend natürlich auch ihre eigenen Plugins. Das, was man von denen vermutlich am meisten kennt, war früher CheckESX3 zur Überwachung von eben ESX3 und aber auch 4-Systemen, mittlerweile umbenannt in CheckVMware-API, was dann eben auch neuere VMware-basierte Virtualisierungslösungen damit unterstützt. Weiter an der Stelle auch wieder deutsche Firma ist die NetWest GmbH, die auch sehr stark unterwegs ist in diesem Nagios bzw. hauptsächlich Isinga-Umfeld. Ich meine, das sind diejenigen, die quasi das Isinga-Projekt ins Leben gerufen haben. Natürlich auch die bieten diverse Monitoring-Plugins an. Was man hier noch findet, sind durchaus auch eine ganze Menge von Plugins, die, sage ich mal, für eine erweiterte Linux-Überwachung interessant sind. Also, wen sowas interessiert, und das ist jetzt dann vielleicht auch schon wieder was nicht bloß so große Enterprise-Anwendungen betrifft, kann sich da mal durch umschauen. Und auch viele Plugins, die nochmal spezielle Überwachungen für Hardware, zum Beispiel für irgendwelche Fujitsu-Server oder Fujitsu-Hardware eben im Allgemeinen zur Verfügung stellt. Gut. Nächstes Kapitel sind einige Erweiterungen, die im Endeffekt die Funktionalität des Cores, also des Nagios, der Nagios-Software oder die Isinga-Software selber zur Verfügung stellt. Schinken an der Stelle ein bisschen weniger, weil die sich doch von der internen API zu weit von den anderen Projekten entfernt haben, aber zum Teil ähnliche Funktionalität anbieten. Beziehungsweise so weit, dass irgendwelche Fragen? Ich denke nicht. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte einfach zwischenrufen, dann vergessen wir es nicht. Jo, ein Modul, was ich jedem, der, sage ich mal, irgendwie ein halbwegs ernsthaftes Monitoring-System betreiben möchte, insbesondere wenn es ein Nagios 3 oder ein Isinga 1 ist, sehr stark ans Herz legen möchte, ist ModGearman. Wer kennt das schon? Wer verwendet es? Okay, die anderen verwenden es hoffentlich ab heute dann auch. Ich springe mal kurz eine Folie vor. Was ist das Hauptproblem? Das ist ein Auszug aus Folien von Andreas Eriksson zu den Neuerungen in Nagios 4 und stellt
den aktuellen Zustand von Nagios 3 mit irgendwelchen Hotspots in dem System vor. Das ist ein Flowchart, der beschreibt, was passiert, wenn quasi ein Check ausgeführt wird. Also sprich wirklich ein einzelner Check, eine Ausführung von einem so einem Check-Irgendwas-Programm, was einen einzigen Statuswert zurückliefert. Also ob ein Service oder ein Host okay oder nicht ist. Alles, was hier rot markiert ist, sind irgendwelche Punkte, wo mit dem Dateisystem interagiert wird. Und wer so ungefähr weiß, was so die Größenordnungen zwischen quasi Verarbeitungsgeschwindigkeiten der CPU und Speicher und irgendwelchen, also Arbeitsspeicher und irgendwelchen Speichermedien wie Festplatte angeht, der weiß, dass da Größenordnungen von mehreren Magnituden dazwischen liegen. Und dementsprechend sind diese Stellen tatsächlich das, was quasi in größeren Setups, wo wirklich mehrere tausend Checks irgendwo in der Minute ausgeführt werden, die echten Problemstellen sind. Kleine Nebenbemerkung und dann bin ich zu Nagios 4 dann eigentlich auch schon wieder ruhig. Eigentlich alles, was hier rot ist, wurde in Nagios 4 entfernt. Oder nicht entfernt, sondern anders gelöst, sodass quasi nicht mehr rot markiert werden muss, weil es nicht mehr durch das Dateisystem geht. Alles, was hier gelb ist, sind irgendwelche Forks. Das sind Sachen, die potenziell in einem Linux-System relativ schnell gehen sollten, aber im Vergleich zu vielen anderen Aktionen doch auch recht viel Zeit beanspruchen können, weil möglicherweise recht viel Speicher im Sinne von Arbeitsspeicher kopiert werden muss. Wir sind immer noch um Magnituden hier an der Stelle schneller, als was irgendwelche Dateisystemzugriffe zugeht, aber trotzdem sind das noch potenzielle Hotspots, die zumindest vermieden werden können. Ja, also wir sehen, es gibt da eine ganze Reihe von Problemen. Wie gesagt, Großteil davon ist in Nagios 4 gelöst. Aber letztendlich auch in Nagios 3 oder in Missinger 1 können wir das durch den Einsatz von dem Mod-Gearman lösen. Und letztendlich ist ein Ansatz ähnlich wie der, den Mod-Gearman macht, auch das, was im Endeffekt jetzt nativ in Nagios 4 umgesetzt wird. Ein paar Stellen ein bisschen anders, aber das soll jetzt gerade nicht Thema sein. Was macht Mod-Gearman? Im Endeffekt, wenn wir uns... Ist das hier ein Laserpointer? Na, ich bin mir nicht sicher, egal. Wir haben hier oben einen Nagios-Prozess. Was der üblicherweise macht, haben wir gerade in diesem Flowchart grob gesehen. Er schreibt irgendwelche Sachen ins Dateisystem, führt irgendwelche anderen Prozesse aus, die führen wieder Prozesse aus, schreiben Dinge ins Dateisystem, machen irgendwelche lustigen Sachen, schreiben Ergebnisse zurück ins Dateisystem und so weiter. Was Mod-Gearman macht, es bietet einen sogenannten MEP an, ein Nagios Event Broker. Wer kann mit dem Namen nichts anfangen oder mit dem Begriff? Ist letztendlich ein Modul, was in den Nagios-Kern geladen werden kann. Wer mit irgendwelchen... Ach, das wäre super, ja. Können wir es hier gleich ganz anders machen. So, vorausgesetzt, ich kriege es. So, genau. Es ist letztendlich ein Shared Object, also ein dynamisch ladbares Modul, was eben in den Nagios-Prozess eingeladen werden kann, ähnlich wie es eine libc im Endeffekt für jedes Programm in einem Linux-Umfeld oder Unix-Umfeld bietet, eben nur, dass ein libc sehr rudimentäre Funktionen zur Verfügung stellt und hier so ein Nagios Event Broker eben zusätzliche High-Level-Funktionalitäten zur Verfügung stellen kann. Letztendlich genau das Gleiche, wenn jemand einen Apache-Webserver dürfte am weitesten bekannt sein. Auch der hat verschiedene Module, die nachgeladen werden können, die dann Authentifizierungsmöglichkeiten, Proxy-Möglichkeiten oder sonst was zur Verfügung stellen. Letztendlich genau das Gleiche ist das hier auch. Was dieses Modul in einem Nagios Isinger macht, ist, es fängt im Endeffekt jede Check-Ausführung ab und ersetzt eben diesen Mechanismus, den wir gerade in diesem Flowchart gesehen haben, dadurch, dass Mod-Gearman mit einem sogenannten Gearman-Q-Server kommuniziert, dem quasi diesen Befehl, es soll jetzt ein Kommando ausgeführt werden, zuschickt und der schickt das dann an Worker-Prozesse weiter, die dann die eigentliche Arbeit erledigen. Rückwärtiger Weg ist genau das gleiche, dieser Worker, anstatt das Ergebnis irgendwo ins Dateisystem zu schreiben, schickt es an diesen Gearman-Q-Server zurück, der das dann wieder an den Nagios weiterleitet, der dann die Auswertung eben intern macht. Das heißt, selbst wenn es jetzt erstmal hier nach einem ziemlichen Overhead und im Endeffekt deutlich mehr Aufwand aussieht, wir haben hier reine Endeffekt Netzwerkkommunikation, die kann auch lokal auf dem System sein, das ist aber letztendlich das gleiche wie eine Pipe,
die ich in einer Kommandozeile ausführe. Ich schiebe im Endeffekt Informationen rein durch den Speicher, also den Arbeitsspeicher und nicht nur über die Festplatte und habe damit eben entsprechend an diesen Kommunikationsstellen zumindest gleich mal einen Faktor von mindestens 1000, was das ganze Ding effizienter funktioniert. Weiterer Vorteil davon ist, ich kann alle drei Teile, die hier durch gestrichelte Linien voneinander getrennt sind, auf unterschiedliche Systeme setzen. Und ich kann von diesen Workern hier unten beliebig viele dranhängen. Sprich, ich habe hier sehr einfache Möglichkeiten, das Ding relativ breit in die Breite zu skalieren. Aber auch für vergleichsweise kleine Setups ist das schon sehr hilfreich. Ganz einfach, weil ich eben wie gesagt diese Hotspots, die wir gerade auf der anderen Folie gesehen haben, letztendlich auch komplett alle damit eliminiere. Und was wir hier auch sehen, wir können hier auch Eventhändler mit reinpacken. Wer weiß, was ein Nachteil von Eventhändlern im Lager sind? Das Problem ist die Laufzeit vom Eventhändler, weil zu der Zeit der Nagios-Core keine Ahnung Checks ausführt, weil er wartet, bis der Eventhändler fertig ist. Das heißt, ich kann das ganze System wieder einen langen Lauf mit dem Eventhändler außer Gefecht setzen. Kurze Nebenfrage: Wer weiß nicht, was ein Eventhändler ist? Also ganz einfach gesagt, es ist eine Möglichkeit, den Nagios automatisch Reparaturversuche ausführen zu lassen. Wird natürlich nur in sehr wenigen Fällen eingesetzt, weil es nur in sehr wenigen Fällen Sinn macht, Reparaturversuche automatisch zu machen. Ist aber eine Sache, die durchaus vorkommt. Wie gesagt, das Problem ist, wenn so ein Ding ausgeführt wird, macht der Nagios hier oben nichts anderes mehr. Er füllt keine Checks mehr aus, er füllt keinen anderen Eventhändler aus, er schickt keine Notifications raus, nichts. Durch den Einsatz von einem Mod-Gearman ist quasi die Arbeit, die der Nagios selber damit hat, an der Stelle, wo diese Nachricht hier rausgeschickt wurde, zu Ende. Das heißt, der Nagios kann, ich rede zu lang, an der Stelle im Hintergrund seine Arbeit weiter erledigen und irgendwas außenrum kümmert sich um die Ausführung von diesem Eventhändler. Aber eben auch schon quasi die Entkopplung von Host- und Service-Checks, die auch einen gewissen Overhead für den Nagios-Core mit beinhalten, der zwar nicht ganz so groß ist wie der Eventhändler, weil der Nagios nicht komplett auf die Ausführung von dem Check wartet, aber trotzdem auch hiermit können wir da quasi schon viel Last rausnehmen. Wer möchte das Ding in Zukunft verwenden? Wer möchte sich zumindest mal anschauen? Das gefällt mir. Darf ich einen einhaken? Ja. Ich gebe dir recht, ab ungefähr 10.000 Checks oder so auf einer Maschine, aber darunter gewinnt man ähnlich viel Leistung mit einer viel einfacheren Maßnahme, nämlich jeder Rand ist für die Checks-Toolfiles. Das kann ich auch machen. Nahezu legal einzusetzen, ja. Kommt man locker bis zu 10.000 Checks. Ja, ich habe halt hier, wenn ich das einsetze, das ist quasi auch ein vom Aufwand, den ich betreiben muss, relativ gering. Ich muss ja halt diesen Service noch laufen haben, den muss ich natürlich dann auch wieder überwachen und muss da ein bisschen Nebenbedingungen abwarten. Also für ganz kleine Systeme macht es sicherlich keinen Sinn, aber für alles, was potenziell auch wachsen kann, damit bin ich quasi auf der sicheren Seite, wenn ich das quasi von Anfang an mit einplane. Also es macht auch für kleine Systeme Sinn, wenn ich sage, ich habe das Monitoring verteilt, weil beim verteilten Monitoring über NSCA muss ich die Nagios-Config auf jeden Nagios-Host haben, ja. Der Mod gibt mir glaube ich eine einzige Config und muss nur die Worker richtig konfigurieren. Ja. Also neben dem, was ich hier gerade mal als quasi für mich das wichtigste Feature davon rausgestellt habe, mit dem Mod gibt kann ich noch einige andere Sachen machen. Ein Stichwort, was gerade schon gefallen ist, ich kann im Endeffekt ein NSCA dadurch ersetzen, was ich auch relativ leicht damit machen kann, dadurch, dass ich die Worker hier unten verteilen kann. Ich kann relativ leicht verschiedene, eigentlich recht strikt voneinander getrennte Netzwerkbereiche, Stichwort DMZ oder ähnliches, damit überwachen, indem ich quasi nur ein Loch bohre, wo ich zu diesem Worker ansprechen kann. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten und ich empfehle einfach jedem mal, diese Seite zu Mod-Gearman aufzurufen, dass hier noch einige Anwendungsbeispiele noch drin, was man damit auch noch machen kann. Was damit zumindest in der jetzigen Version noch nicht ganz funktioniert, ist ein echtes, vollständiges HA-Setup. Auch wenn man sich die Seite anschaut, es mag erstmal so ausschauen, als ob das schon funktioniert. Es ist da auch eine Skizze mit dabei, die schon sehr ähnlich ist. Im Sinne von, ich habe zwei äquivalent aufgesetzte Nagios-Systeme, die ich quasi für zwei verschiedene Views auf mein System verwende. Aber ich habe Sven Nierlein, dem Autor von diesem Ding, schon mal eine E-Mail geschrieben, die irgendwie gefühlte 12 Seiten lang geworden ist, wie man das Ding unterm Strich relativ einfach noch aufbohren könnte, um damit auch ein echtes HA-Setup fahren zu können. Ich vermute mal, er hat leider bislang noch keine Zeit gehabt, sich das mal anzuschauen.
Und ich habe leider auch noch keine Zeit gehabt, mal irgendeinen Proof-of-Concept-Patch ihm vorzuschlagen, mit dem man dann weiterarbeiten könnte. Aber, wie gesagt, deswegen quasi auch das erste Ding hier überhaupt. Ich empfehle wirklich einfach mal jedem, sich dieses Ding anzuschauen. Weil jeder, der irgendwie ernsthaft ein Monitoring-System betreibt, wird es an irgendeiner Stelle sicherlich mal helfen. Gut, das hatten wir schon. Jo, ein weiteres Add-on, was ursprünglich aus dem CheckMK-Projekt kommt, mittlerweile aber auch schon als eigenständiges Softwarestückchen zur Verfügung steht, ist das MK-Live-Status-Modul oder kurz einfach nur Live-Status. Wer kennt es? Wer verwendet es? Wer mag es? Super. Was macht es? Fangen wir jetzt andersrum an. Wer kennt NDO oder IDO? Wer verwendet es? Wer mag es? Wunderbar. Das Ding macht das, was NDO, IDO zur Verfügung stellt, zumindest den größten oder wichtigsten Teil davon, nur in gut. Es bietet eine Möglichkeit an, Live-Informationen aus einem laufenden NAGIS abzufragen. Das heißt, ich muss nicht darauf warten, bis der NAGIS irgendwie seine Statusdaten rausgeschrieben hat und muss dann dieses komische Textfall parsen, um an irgendeine Information zu kommen. Ich muss nicht irgendwie eine riesen Datenbank aufsetzen, in die alle Informationen reingeschrieben werden, bloß dass meine Datenbank irgendwann explodiert, sondern ich habe keine Datenhaltung. Ich habe, zumindest laut Messungen von Matthias Kettner, und ich kann das mit meinen Erfahrungen quasi bestätigen, nahezu keinen Overhead, der in dem System irgendwie eingeführt wird. Aber ich habe jederzeit die Möglichkeit, beliebige Informationen live aus meinem System abzufragen und irgendwie weiter zu verarbeiten. Das Ding läuft natürlich einerseits mit NAGIOS 3, 4 und Isinga 1. Isinga 2 möchte da eine eigene Implementierung, glaube ich, davon anbieten oder das Ding irgendwie portieren. Keine Ahnung, was da der aktuelle Plan ist. Schinken bietet ein eigenes Add-on mit, was im Endeffekt das gleiche Protokoll unterstützt. Das heißt, es hat zumindest vom Code her nichts mit dem Live-Status zu tun, ist aber für den Anwender letztendlich von der Schnittstelle außen genau das gleiche. Wofür verwende ich so ein Ding? Hauptsächlich, um im Endeffekt irgendwelche Funktionalität oben drüber anbieten zu können. Also zum Beispiel irgendwelche alternativen Web-Frontends, die dann eben nicht mehr die Status-Daten parsen müssen oder die vielleicht sogar übers Netzwerk auf das Ding zugreifen können und damit viele, viele weitere Möglichkeiten haben. Oder irgendwelche anderen Add-ons wie NAGIS, NAGIS WP und so weiter, die wir auch gleich noch grob sehen werden. Genau. Ja, das sind so aus meiner Sicht die wichtigsten Add-ons, die quasi direkt den Core betreffen. Es gibt noch ein paar natürlich, die relativ bekannt sind. Das eine ist NDO, IDO. Ich glaube, was die allgemeine Meinung hier ist, und das entspricht letztendlich auch meiner Meinung, wurde gerade klar, das ist nicht so das, was man eigentlich haben möchte, bis auf vielleicht wenige Anwendungsbeispiele. Von dem her gehe ich da auch nicht weiter drauf ein. Ein anderes Add-on, was man vielleicht häufiger noch verwendet, was aber so einfach aufzusetzen ist, dass man es hier nicht extra erwähnen muss, ist im Endeffekt ein Modul für PNP von NAGIOS, was es ermöglicht, die Performance-Daten direkt an das PNP rauszuschieben. Gut. Ja, ein alternatives Frontend, was im Endeffekt ja, als ursprüngliche Idee hatte, quasi die CGIs, die NAGIOS oder Isinga mitliefert, zu ersetzen, nennt sich Thrug. Ist auch von Sven Nierlein, sprich dem gleichen Autor wie Mod Gearman. Und wenn ihr heute rausgeht und gelernt habt, dass Mod Gearman und Thrug cool ist, dann habe ich mein Ziel erreicht für heute. Für mich absolut das Frontend, was mehr oder weniger jeder verwenden sollte, weil es bietet einfach einige coole Features. Mal ganz kurz dazu. Wir haben im Endeffekt ein Fast-CGI, was das Ding implementiert. Das spricht über die Live-Status-Schnittstelle mit beliebigen, auch mehreren und möglicherweise verschiedenen Backends. Das heißt, ich kann eine Installation haben, die irgendwie x NAGIOS und ein paar Isingas und ein paar Schinkens, die ich irgendwie vermanscht habe, weil meine Infrastruktur irgendwie gewachsen ist, kann ich alle unter einem Interface zur Verfügung stellen. Was es dann quasi zusätzlich zu den CGIs, die klassisch mitgeliefert werden, an Zusatzfeatures liefert, mal die wichtigsten davon sind, dass es sehr mächtiges Filtern von irgendwelchen
Ansichten ermöglicht. Das heißt, ich kann mir ziemlich genau zusammenklicken, was möchte ich angezeigt bekommen auf einer Seite, dazu auch Bookmarks erstellen und so weiter. Und es liefert einige Plugins mit, die coole Features liefern, wie zum Beispiel ein Konfigurationstool, was jeder sich auch mal anschauen sollte, der irgendwie eine grafische Oberfläche haben möchte, um sich im Endeffekt irgendwelche Objekte zusammenzuklicken. Also sprich alle, die nicht unbedingt auf der Kommandozeile mit dem Ding arbeiten wollen. Es liefert ein recht brauchbares Dashboard mit. Es hat eine, sage ich mal, mittelmäßig brauchbare Unterstützung für Reports. Also es ist sicherlich nicht mit einem Jasper zu vergleichen. Aber ich denke mal, für viele Anwendungsfälle liefert es genau das, was die Leute brauchen und vieles mehr. Nachdem die Zeit langsam ein bisschen knapper wird, muss ich jetzt hier ein bisschen überspringen. Nehmt mit, das Ding ist saumäßig cool. Schaut euch die Webseite dazu mal an. Isinga Web ist quasi die ja, von den Isinga-Leuten, weiß nicht, ob es die präferierte Methode ist, um Dinge anzuschauen, aber zumindest so die Next Generation, ist im Endeffekt ein Ajax-Web-Interface, was unten drunter NDO bzw. IDO braucht. Von dem her könnt ihr wahrscheinlich schon erraten, was meine Meinung zu Isinga Web ist. Es ist halt Ajax von vorne bis hinten, hat aus meiner Sicht ziemlich viel Overhead, ohne wirklich viel Mehrwert, zumindest gegenüber einem Thread, aus meiner Sicht zu liefern. Es hat noch ein bisschen rundere Ecken, aber das ist nichts, was ich brauche. Auch das Ding kann erweitert werden, diese Erweiterungen heißen hier nicht Plugins, sondern Cronks. Und was wahrscheinlich so als erstes irgendwie ein Argument dafür sein könnte, ist, es hat eine sehr flexible Berechtigungsstruktur, die vollkommen losgelöst von irgendwelchen Ownerships, von irgendwelchen Nuggets-Objekten sind. Das zumindest meines Wissens irgendwas, was sonst, außer vielleicht noch Multisite, keiner so wirklich bietet. Und was durchaus eine Sache ist, die zumindest bei den anderen Systemen irgendwie nicht mehr so ganz dem 21. Jahrhundert entspricht. Gut, das ist mein Screenshot davon. Man kann nicht wahnsinnig viel darauf erkennen, aber was man sicherlich sieht, ist, dass es irgendwie rund und bunt ist. Was da auch recht schön ist, dadurch, dass ich halt im Endeffekt diese dynamische Möglichkeiten von Ajax habe. Ich habe hier im Endeffekt mehrere Reiter, wo ich im Endeffekt die einzelnen Komponenten der Anzeigen mir auswählen kann. Ich kann die hier mir ziemlich dynamisch und flexibel zusammenstellen. Ich kann mir da meinen eigenen View zusammenklicken, der natürlich dann auch für pro User gespeichert wird. Ich habe auch hier die Möglichkeit, Dinge recht flexibel zu filtern, Kommandos auf mehrere Objekte gleichzeitig anzuwenden und so weiter. Also durchaus einige Features, die an sich sinnvoll sind, die aber zumindest aus der Sicht von dem, was ich bislang gebraucht habe, alle auch von Thrug geliefert werden. Und das Ding ist einfach, auch wenn es an sich ziemlich großes Perl-Moloch ist, doch irgendwie noch schlanker als dieses Ding, was unten drunter ein IDO braucht. Aber erwähnt werden soll es trotzdem. MK Multisite ist letztendlich die Web-Oberfläche aus dem CheckMK-Projekt, ist von dem, was es bietet, Thrug sehr ähnlich. Ich denke mal, die werden da auch immer wieder voneinander abgucken, von dem her gehe ich davon aus, dass die beiden Projekte auch in Zukunft vielleicht ähnlich ausschauen werden. Auch das Ding verwendet Live-Status, natürlich, weil es aus dem gleichen Projekt kommt, kann darüber genauso wie Thrug auch Distributed Monitoring umsetzen, also zumindest eine gemeinsame Ansicht auf mehrere verschiedene Monitoring-Systeme. Auch hier habe ich diverse Plugins, auch mit einigen sehr interessanten Dingen mit dabei. Und auch hier die Möglichkeit, anhand von relativ mächtigen Filtern mir meine Ansichten so zusammenzuklicken, wie ich sie haben möchte. Ich persönlich finde Multisite nicht schlecht. Mir gefällt irgendwie ein bisschen die Benutzerhandhabung davon nicht. Das ist aber sicherlich eher eine persönliche Sache. Was Multisite auf jeden Fall noch mitliefert, dadurch, dass es eben ein Check-in-K oder für CheckMK gebaut wurde, hat es halt eine vollständige Unterstützung, auch von der Konfiguration her, für CheckMK. Kurz gefragt, wer kennt CheckMK? Gut, für die anderen, ganz kurz, ist es quasi eine Möglichkeit, Checks auch einerseits effizienter auszuführen, es bietet eine Inventarisierung und ein paar Dinge, die oben drauf aufbauen. Sprich, wenn ihr es jetzt gerade nicht kennt, ist es jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Gut, das ist ein Screenshot davon. Was das Ding ja noch relativ gut kann, ich kann mir im Endeffekt diese Sidebar auch dynamisch zusammenklicken. Also auch das hier ist quasi mit JavaScript zusammengebaut.
Was hier angezeigt wird, sind sogenannte Snap-Ins. Die kann ich mir dynamisch auswählen. Sprich, ich kann mir auch hier solche Sachen wie irgendwie einen globalen Status oder auch irgendwelche Pie-Charts oder sonst was, die irgendwie einen globalen Status ausdrücken, damit reinbauen. Das heißt, ich habe gleich quasi in jeder Ansicht irgendwie die wichtigsten Informationen, die ich irgendwie zur Verfügung brauche, gleich mit an der Seite und sehe sie quasi so direkt aus dem Augenwinkel mit raus. Gut, zu Frontends irgendwelche Fragen? Okay, dann sollten wir schon weitermachen mit Add-ons. Wer kennt PNP von Agios? Wer davon noch nie gehört? Okay, dann sollten wir dann noch ein paar Worte verlieren. Das ist quasi so, ich würde sagen, der de facto Standard, was im Endeffekt die Verarbeitung von Performance-Daten angeht. Mittlerweile wird es vielleicht zunehmend von ein bisschen anderen Dingen, wie heißt es, Graphite abgelöst. Ich denke aber im Endeffekt, für denjenigen, der nicht zu viel Aufwand in irgendwelche extra Features oder sonst irgendwas stecken möchte, der sollte PNP verwenden. PNP steht für Plug and Play und hat, glaube ich, auch noch eine andere Bedeutung, aber das entspricht quasi genau dem, was das Ding abbildet. Man muss das letztendlich einmal installieren und einbinden. Das geht insbesondere, wenn man diesen Nagios Event Broker, den auch der mit anbietet, einsetzt, wahnsinnig schnell. Es ist quasi einmal installieren, einen Dienst starten und eine Zeile in den Nagios CFG mit hinzufügen. Und dann läuft das Ding und dann muss ich mich zumindest theoretisch nie wieder darum kümmern. Theoretisch deswegen, weil an manchen Stellen, insbesondere wenn ich vielleicht irgendwelche eigenen Checks oder sowas einbinde, möchte ich wahrscheinlich die Ansicht dieser Graphen auch ein bisschen an das eigentliche Problem anpassen. Aber es funktioniert standardmäßig erstmal. Wenn irgendwelche Performance-Daten kommen, zu denen im Endeffekt kein Template angegeben ist, Template definiert quasi, wie so ein Graph aussieht, dann wird halt für jeden einzelnen Performance-Datensatz im Endeffekt ein Graph erzeugt, der eine Linie mit dem Verlauf der Performance-Daten anbietet. Wie gesagt, ich habe erstmal die Möglichkeit, es zu haben. Ich möchte es üblicherweise, wenn ich irgendwelche Add-on-Module oder Add-on-Plugins einsetze, wahrscheinlich dann noch ein bisschen anpassen. Für letztendlich die ganzen Checks aus dem Nagios-Plugins-Projekt sind im Endeffekt in PNP schon passende Templates mit dabei, die in den allermeisten Fällen taugen sollten. Und auch viele andere Anbieter von irgendwelchen Zusatzplugins bieten häufig schon entsprechende Templates mit an, die meistens sehr brauchbar sind. Jo, was bietet es ansonsten noch für Features? Einerseits die Möglichkeit, diese Graphen im Endeffekt per JavaScript-Hover auch direkt in der Nagios-Oberfläche, in der Nagios-CGIs mit anzubieten. Sowohl Thrug als auch Multisite, als auch, ich glaube, Isinga Web bieten im Endeffekt Integration von dem Ding mit an. Auch daran sieht man im Endeffekt, dass das quasi so die Standardlösung ist. Das heißt, da muss ich mir auch keine Sorgen mehr machen, dass das in der Oberfläche ordentlich mit angezeigt wird. Es liefert aber quasi auch das, was hier gezeigt wird, so ein bisschen eine eigene Oberfläche mit dazu, die aber nicht dazu gedacht ist, im Endeffekt alle Graphen zu browsen, sondern auch diese Oberfläche ist eigentlich nur dazu gedacht, um im Endeffekt aus einem bestehenden Interface raus verlinkt zu werden. Trotzdem habe ich hier noch die Möglichkeit, im Endeffekt mir PDFs von so einer Seite hier mit zu erstellen lassen, was vielleicht teilweise für Reporting auch wieder interessant ist, wobei ich dann allgemein wahrscheinlich auch wieder auf entsprechende Lösungen, die ein echtes Reporting machen, zurückgreifen möchte. Ich glaube, mittlerweile unterstützt auch die Reports von Thrug im Endeffekt die Möglichkeit, PNP-Graphen damit einzubinden. Jasper unterstützt es auf jeden Fall. Ansonsten habe ich noch die Möglichkeit, mir hier im Endeffekt eigene Ansichten zusammenzuklicken. Also Standardansicht ist quasi für ein Plugin habe ich im Endeffekt eine Ansicht mit verschiedenen Zeitbereichen. Also das sind hier 4 Stunden und 24 Stunden und dann kommt noch eine Woche und einen Monat und ein Jahr. Ich kann mir im Endeffekt auch mehrere, zum Beispiel 4 Stunden Ansichten von verschiedenen Plugins zusammenbauen, was dann vielleicht wieder für eine PDF-Erstellung sinnvoll ist. Aber wie gesagt, im echten Einsatzbereich möchte ich da wahrscheinlich auf andere Lösungen steigen. Gut, wer kennt Nagios? Wer das noch nie gehört? Gut, also kurz gesagt, es ist eine Möglichkeit im Endeffekt, meinen aktuellen Monitoring-Status visuell zu, und da machen wir das Bild, was man wahrscheinlich am häufigsten dazu sieht und was ich gleichzeitig letztendlich aus praktischer Sicht als das schlechteste Beispiel finde, aber gerade deswegen habe ich es auch wieder hier drauf, ist dieses Foto
von einem welchen Zentrum, wo ich im Endeffekt auf den einzelnen Servern drauf im Endeffekt direkt den Status zu diesem Server mit angezeigt bekommen kann. Dieses Ding kann auf verschiedene Backends wieder zugreifen, das kann seine Informationen aus Live-Status, aus IDO, NDO und verschiedene andere Dinge rausziehen und kann in einzelnen Knobbeln hier nicht quasi nur einen einzelnen Check-Status abbilden, sondern auch irgendwelche Aggregationen. Das heißt, ich könnte jetzt hier hinter zum Beispiel ein komplettes Rechenzentrum verstecken oder den Gesamtstatus von diesem Host mit all seinen Services drauf oder sonst irgendwas. Warum ist dieses Beispiel schlecht? Was passiert, wenn ich dieses Bild nicht mit einer fest installierten Webcam aufgenommen habe und dieser Server da unten wird ausgetauscht? Ich kriege das Bild nie wieder so hin. Und im Endeffekt muss ich alle diese Dinge, die hier drauf konfiguriert sind, die natürlich mit irgendwelchen Koordinaten versehen sind, muss ich letztendlich danach wieder neu platzieren. Das heißt, das erscheint auf den ersten Blick erstmal sehr praktisch. Ich kann im Endeffekt dieses Bild nehmen, diesen roten Popper hier oben meinem Stift in die Hand drücken und sagen, wechsel da die dritte Platte von oben aus und dann wird das hinbekommen. Das ist so gesehen erstmal super praktisch, aber wie gesagt, das Maintenance davon taugt im Endeffekt nicht. Sondern was man eigentlich machen möchte, irgendwelche abstrakten, logischen Sichten auf ein Setup, ein Rechenzentrum, was auch immer, im Endeffekt selber zu erstellen, dann ist zwar erstmal die Erstellung von diesem Ding hier ein bisschen aufwendiger, aber ich kann mich einerseits auf die Informationen konzentrieren, die wirklich wichtig sind, und wenn irgendwo ein Rechner dazukommt, dann habe ich vielleicht optimalerweise sogar diese Koordinaten schon irgendwie aus dem System, was das Bild erstellt, gleich mit rausgeschmissen bekommen. Das heißt, ich kann dieses komplette Ding hier automatisch neu erzeugen, oder selbst wenn das nicht der Fall ist, es verschiebt sich nicht alles in dem Bild, bloß weil ich einen Server austausche. Wofür verwendet man sowas? Aus meiner Sicht insbesondere für irgendwelche Dashboards, irgendwelche großen Bildschirme, die irgendwo in einer Kontrollstation oder sonst irgendwas drinstehen, wo vielleicht auch weniger technisch versierte Leute irgendwie damit zu tun haben, die auf einen Blick sehr schnell irgendwo eine Fehlerursache entdecken sollen. Auch, und wieder no offense irgendwie, ein sehr praktisches Ding, wo ich auch meine Management-Schicht irgendwie leicht verklickern kann, was so der aktuelle Zustand ist und wo vielleicht gerade Probleme herrschen. Ja, auch das Ding kann einige Sachen noch mehr, ist an sich eine coole Sache. Hauptmessage auch hier sollte sein, mit dem Beispiel, was ich gerade vorher hatte, überlegt euch gut, ob das, was ihr damit abbilden wollt, wirklich sinnvoll ist und auch auf Dauer irgendwie tragbar ist, weil es ist nichts schlimmer als, ich habe hier so eine Ansicht, aber sie ist irgendwie 2 Jahre alt und hilft mir im Fehlerfall überhaupt nichts mehr. Gut, Business-Prozesse. Wer kennt die Business-Process-Add-ons? Ja, es werden zunehmend weniger, habe ich auch fast erwartet. Ist im Endeffekt eine Möglichkeit, mehrere Dinge, sogenannte Business-Prozesse, zu aggregieren und damit quasi einen Gesamtstatus abzubilden, wo dann dieser Gesamtstatus überwacht werden kann, wo ich aber im Endeffekt auch die Möglichkeit habe, reinzuzoomen. Das ist mal ein ganz einfaches Beispiel von der Nimbus Business Process Intelligence. Ist im Endeffekt ein alternatives Produkt von Nigus.com. Hat meiner Ansicht nach gegenüber den Business Process Add-ons den Vorteil, dass es die schönere Oberfläche hat. Hat den Nachteil gegenüber den Business Process Add-ons, dass die Konfiguration auch nur über die Oberfläche geht und dementsprechend aus meiner Sicht zumindest nicht ganz so schön ist wie für den Business Process Add-ons. Wofür verwende ich sowas? Das klassische Beispiel ist, ich habe irgendeine Webanwendung. Eine Webanwendung braucht erstmal irgendwelche Internetverbindungen. Davon habe ich vielleicht 2. Die sind redundant ausgelegt, nicht deswegen, weil eine die Leistung nicht bringt, sondern weil eine ausfallen können soll. Für die oberste Sicht auf mein System muss ich also nicht wissen, ob eine davon ein Problem hat. Das muss der Admin unten wissen. Aber irgendein Manager oder sowas, dem ist das scheißegal, weil ich habe 2 Leitungen, genau deswegen, weil eine ausfallen darf. Und solange eine noch da ist, funktioniert mein System. Und ich brauche das Management nicht alarmieren. Hinten dran hängen irgendwie Dutzend Web-Frontend-Server. Davon habe ich ein Dutzend, weil irgendwie 3 bis 6 ausfallen dürfen. Solange der Rest noch läuft und funktioniert, ist alles gut. Und so geht es weiter über die Middleware und Datenbank-Servern und irgendwelchen Verbindungen zwischendurch und verschiedene Rechenzentren, auf die es aufgeteilt ist und so weiter. Das kann ich im Endeffekt durch eine Und-Oder-Logik, durch die Verknüpfung von einzelnen Services, mir hier hierarchisch zusammenklicken und kann im Endeffekt dann
den hochprioren obersten Service, der letztendlich die Aggregation von allen ist, überwachen und daran als Alarmierung gleich das Management hinten mit dranhängen. Gut, soviel auch mal als Einführung dazu. Das überspringen wir jetzt gerade mal. Darauf kann man noch kurz eingehen. Konfigurationsfrontends, wie gesagt, einerseits Struct liefert sowas mit. Nachdem das aus meiner Sicht das Frontend ist, was ihr in Zukunft alle verwenden solltet, schaut es euch mal an. Es gibt noch ein paar Alternativen. Lconf geht im Endeffekt her, speichert im Endeffekt eine abstrakte Darstellung meiner Konfiguration erstmal im LDAP, um hinten nach daraus das Ding dann zu exportieren, um Langes-Konfiguration zu erstellen. Liefert dann so ein Frontend, was wir hier im Endeffekt auch, ich hoffe, man kann es halbwegs schematisch erkennen, was das sein soll, ist so eine Baumstruktur von meinen Monitoring-Objekten aufbauen kann. Das heißt, ich kann es noch irgendwie nochmal strukturieren nach im Endeffekt Rechenzentren oder Typen von Servern und kann im Endeffekt Einstellungen, die ich irgendwo weiter oben im Baum treffe, automatisch nach unten durchvererben. Theoretisch alles nichts Neues, weil alles kann ich auch mit Nagios Bordmitteln liefern. Ich habe aber halt die Möglichkeit, auch hier gleich eine grafische Oberfläche mit dazu zu haben, die ich dann verwenden kann, um hier auch relativ komplexe Dinge zu machen. Meine Kritik an dem Ding ist ein bisschen, einerseits, ich habe diesen komischen Umweg über LDAP, das heißt, ich kann das, was hinten nach an Konfigurationen rausfällt, nicht mehr manuell anpassen und feintunen, sondern ich muss alle Einstellungen hier drin treffen. Und ich habe die große Befürchtung, wenn so ein System hier mal wächst und mal 5 bis 10 Jahre alt geworden ist und da mal irgendwie ein Dutzend Leute nacheinander dran gearbeitet haben, dann blickt da kein Mensch mehr durch. Außer ich stecke wirklich viel Arbeit mit rein, quasi bewusst sowas zu verhindern. Das geht natürlich mit komischen Vererbungshierarchien im Nagios auch, wenn ich das in der Konfiguration selber bearbeite. Ich behaupte aber, wenn jemand es in den Config-Dateien selber tippen muss, dann wird er ein bisschen mehr nachdenken, als wenn er per Drag-and-Drop in der Oberfläche Dinge hin und her schieben kann. Ja, Zeit ist eigentlich aus. Ich hoffe, 2 Minuten kann ich mir noch klauen. Eine Aussage noch zur Autokonfiguration. Wer verwendet sowas in seinem Setup? Okay, ich finde das eine passable Untermenge. Ich möchte nicht sagen, dass Autokonfiguration prinzipiell schlecht ist. Sie macht aber meiner Ansicht nach, sie muss entweder richtig gemacht sein oder an den passenden Stellen eingesetzt sein oder am besten natürlich beides. Wenn ich eine sehr heterogene Umgebung habe, dann macht sie aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn ich sie im Endeffekt verwende, um zu überprüfen, habe ich vielleicht was vergessen. Dann ist aber zwischen dem Autokonfigurationsschritt und dem tatsächlichen, da wird was Neues überwacht Schritt, ist nochmal eine User-Interaktion dazwischen. Das heißt, irgendjemand muss noch sagen, ja, da habe ich tatsächlich irgendwie diesen Service, den meine Autokonfiguration oder Inventarisierung entdeckt hat, den habe ich vergessen, den muss ich noch überwachen. Was davon dann überwacht werden soll, sollte auch wieder ein Mensch beschreiben, weil nur der Mensch weiß, wie das System funktionieren soll und was die wichtigen Aspekte davon sind. Wenn ich eine sehr homogene Umgebung habe, dann macht es natürlich schon Sinn, irgendwo mal ein Template zu definieren. So schaut mein Service aus, den ich 100.000 Mal in meinem Rechenzentrum einsetze. Und wie häufig der jetzt tatsächlich da ist, das macht irgendwie ein Inventarisierungssystem, was man automatisch hinten nach die passende Konfiguration dafür ausschiebt. Das sind mal so ganz vereinfacht dargestellt, sehr abstrakt natürlich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nur schwarz und weiß gibt. Oder? Ich zerstöre hier alles. Aber das sollte man so immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man irgendwie Autokonfiguration durchführen möchte. Gut, jetzt sind wir am Ende, von dem her, das haben wir gerade schon gesehen, das können wir gerade überspringen, das war so ein bisschen optional gedacht, die Demo können wir uns jetzt auch sparen. Von dem her sind wir mit leichten Fast-Forward am Ende angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, jeder hat zumindest vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen können, was so ein bisschen neu war oder mal ein bisschen neue Sichtweise auf irgendwas kennenlernen können. Und ich vermute, irgendwie 2 Minuten für Fragen werden wir wahrscheinlich noch haben. Ja. Mit Thrust oder mit Gearman? Gearman hatte ich das erwähnt. Also wie ich eine DMZ überwache, hängt natürlich immer noch ein bisschen davon ab, wie DMZ das wirklich ist. Weil ich habe zumindest in meiner Consulting-Zeit festgestellt, dass DMZ überhaupt nicht gleich DMZ ist, sondern da sieht jeder irgendwas anderes drunter.
Und dann muss ich halt wissen im Endeffekt, welche Möglichkeiten habe ich da rein ein Loch zu bohren oder wie habe ich vielleicht die Möglichkeit von drinnen Informationen rauszuschicken. Und abhängig davon muss ich dann im Endeffekt einen Truck oder auch einen Gearman oder sonst irgendwas einsetzen, um die Informationen in die richtige Richtung zu schicken. Ich glaube, da kann man jetzt keine pauschale Antwort geben. Ich habe mit Gearman im Endeffekt, um kurz das anzuschneiden, die Möglichkeit zu sagen, dass ich einen oder mehrere spezielle Worker habe, die für eine Host- oder Service-Group zuständig sind. Und dann kann ich eine Host-Group DNZ erstellen und dann wird alles, was dieser Host-Group gehört, an einen Worker, der dann halt in der DMZ läuft, zugeschoben. Dann brauche ich quasi das Loch in die DMZ rein. Was ich auch die Möglichkeit habe, ich kann quasi den Thruck verwenden, um im Endeffekt über HTTP Informationen abzufragen. Das heißt, ich kann in der DMZ theoretisch eigenständiges Monitoring-Setup fahren, was dann einen Thruck hat, der eigentlich bloß die Aufgabe hat, im Endeffekt die Informationen, die über Live-Status kommen oder über Live-Status abgefragt werden, über HTTP nochmal nach außen aufzubohren. Das heißt, es quasi macht dann auch wieder die HTTP-Verbindung nach innen auf, die habe ich da aber vielleicht sowieso schon oder die ist da noch eher möglich, weil ich Firewall-technisch ganz andere Möglichkeiten habe, sowas zu trennen, wie wenn ich da irgendwie so ein komisches Gearman-Protokoll habe, was keiner kennt. Also da muss man sich im Endeffekt die Techniken, die ich da jetzt vorgestellt habe, mal ein bisschen angucken und dann im Endeffekt für das eigene Setup die passende Lösung damit herausfinden. Gut. Ja. Was ist empfehlenswert? Also mal auch mal mit Nagellösung, das ist Oder wie sind jetzt? Schwierige Antwort oder schwierige Frage. Antwort. Die Antwort, die ich dir jetzt gebe, ist nicht rein objektiv, sondern ein bisschen subjektiv geprägt. Ich persönlich, oder fangen wir mal andersrum an. Nuggets 3 und Ysinga 1 sind nicht so verschieden. Ysinga 1 hat ein paar Patches mehr als Nuggets. Das mag an manchen Stellen gut sein, weil gute neue Funktionalität dazu kam. Hat teilweise aber auch dazu geführt, dass das Ding vielleicht nicht so stabil lief wie Nuggets. Hat sich in letzter Zeit vielleicht aber ein bisschen umgedreht. Schau dir die Richtung an, die Ysinga 2 einschlägt und schau dir Nuggets 4 an. Und entscheide dann, was du für die sinnvollere Lösung hältst. Weil ich denke, wir sind gerade eben, wo diese beiden Systeme relativ frisch sind oder gerade so entstehen sind, an dem Punkt, wo die sich echt auseinanderentwickeln werden. Und dementsprechend muss sich da jeder angucken, was von der neuen Technik und von dem neuen Interface im Endeffekt das Sinnvollere ist. Kleiner Stichpunkt, da Ysinga 2 hat komplett die Konfigurationssyntax neu gemacht. Was ich als sagen wir mal, schlechteste Entscheidung ansehe, die sie hätten machen können. Und ich vermute, das wird ihnen möglicherweise auch den Kopfschuss geben. Das ist so meine aus dem Bauch raus Prophezeiung. Aber wie gesagt, schaut es euch an. Gut, bevor ich jetzt erschlagen werde, sollten wir hier abbrechen. Ich bin heute noch da. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit heute, aber ihr könnt mich unten am Mittelstand finden, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, einfach vorbeischauen.